So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Südhämmern in der V3. So, ich habe eine Nacht drüber geschlafen über die ganze Geschichte hier. Ich habe den Case natürlich gewaschen. Ich habe ihn aufgetankt und jetzt habe ich mir mal hinten die Drille geschnappt, damit wir das Ganze jetzt hier erstmal schön ansehen können. Und was habe ich noch gemacht? Nix. Ich habe den Ladewagen behalten. Genau, den habe ich behalten. Den habe ich auch als Tipp in den Kommentaren bekommen. Einfach behalten, bis ich wirklich weiß, dass ich ihn auch wirklich nicht mehr brauche. Ne? Ich weiß, dass ich ihn gleich noch brauche, denn das kleine Feld Nummer 10, da ist ja Gerste drauf. Dafür werde ich den Ladewagen noch brauchen, damit wir das Stroh nämlich einsammeln können. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das, war im Übrigen auch der nächste Tipp, vielen Dank dafür, dass wir das Stroh nicht einlagern, weil das natürlich totes Kapital wäre, sondern wir gucken mal, ob wir das nicht in den Komposter schmeißen können. Denn auch da muss ich mich natürlich erstmal dran gewöhnen, dass wir ja nun mittlerweile auch wieder einen Kompostmaster und so eine Ketten einfach alles jetzt haben, ne? Da muss ich mich wirklich erst auch wieder dran gewöhnen, das hatte ich total vergessen. Ich hätte jetzt das Stroh sogar einzeln verkauft. Ich, Depp, ja. Warum? Wir haben den Kompostmaster im Hof, da kriegt man dann doch noch mehr Geld aus dem Stroh raus. Habe ich total nicht dran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber an der Stelle nochmal danke für den Tipp. Und so werden wir das auch machen. Wir werden erstmal den Ladewagen behalten, bis wir ihn wirklich nicht mehr brauchen. Ansonsten, wenn man sich das mal durchrechnet, wenn wir das jedes Mal neu mieten, dann lohnt sich das ganze Stroh einsammeln nicht mehr, ne? Dann können wir uns das auch gleich sparen und untergrubbern, das ganze Stroh und das alles. Genau, und so sieht der Plan jetzt erstmal aus. Wir werden jetzt hier erstmal ansehen. Ich habe jetzt hier mal Raps raufgehauen. Dann brauchen wir noch Sojabohnen und Sonnenblumen, um Sprit abzudecken, ne? Weil tanken ist ja doch auch relativ teuer, muss man auch ganz klar dazu sagen. 2 Euro der Liter könnte man sich alles sparen, aber wir könnten natürlich den Diesel selbst herstellen. Dazu braucht man Raps, Sojabohnen und Sonnenblumen. Genau, das wird dann alles gepresst im, sag schnell, in der Raffinerie. Wie heißt es hier? Genau, Raffinerie. Da wird das Ganze dann gepresst und so weiter und zu Sprit verarbeitet. Und ja, dennoch wollen wir uns aber auch um das Bier kümmern, denn Bier wäre natürlich schon total genial, dass wir das dann erstmal machen könnten. Und ja, so sieht's aus. Also die ersten Zweige, die ich jetzt ganz gerne abdecken möchte, ist Bier und Treibstoff, also Diesel. Und ob das Ganze hinhaut, das werden wir dann sehen. Ja, das werden wir dann hier sehen. Und was ich dann auch noch ganz gerne bedienen wollen würde, ist dann halt der Kompostmaster, ne? Dass wir das Stroh sinnvoll weiterverarbeiten, sage ich mal. Denn Stroh, sobald wir Tiere haben, Stroh kriegen wir dann immer recht schnell ran, ne? Also da müssen wir nur Felder ernten und da wir sowieso dann auch Gerste brauchen für das Bier, werden wir da eh immer ein Feld sozusagen auf Lager haben mit Stroh, ne? Also das wäre jetzt nicht das Problem. Anders wiederum bei Gras. Das dauert ja doch ein bisschen, bis du das geschnitten hast, bis du das geschwadert hast, bis du es eingesammelt hast und so weiter und so fort. Also das wäre ist gar nicht so schlecht, denke ich mal, dass wir das schon am Lager haben. Aber ja, Stroh, habt ihr wirklich recht, wäre totes Kapital. Ne? So, jetzt werden wir hier aber erstmal den Helfer losschicken. Und zwar den Herbert, denn der ist auch schon wieder wach. Guten Morgen, Herbert. Mach mal schön fein fertig jetzt. Ne? Und wir gucken mal. Genau, den Ladewagen lassen wir stehen. Ich muss mir mal den Düngerstreuer schnappen. Denn da hinten müssen wir noch ein Feld düngen. Ah, da können wir auch einmal vorwärts fahren. Oh ne, warte mal. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir müssen erst was anderes ganz Wichtiges erledigen. So. Natürlich. Wir müssen das Ding erstmal waschen. Übrigens, das ist jetzt die erste Folge LS17, die ich mit der GTX 1080 aufnehme. Folgendes. Ich habe den LS gestartet, habe alles hochgeschraubt und so weiter, war auf der Standardkarte, habe wirklich, also mehr ging nicht, ich habe alles komplett hochgeschraubt
hatte ich 60 FPS durchgehend. So. Dann habe ich mir gedacht, naja, wenn das so gut klappt, dann bleiben die Einstellungen natürlich auf Ultra. Dann gucken wir mal, wie das auf den Modkarten ist, ja. Und hier beispielsweise habe ich jetzt nicht so, ne? Wenn ich jetzt auch da hingucke vor allem. Da zu den Produktionsstätten, ne? Wo Kompost ist, wo Dünger ist, wo Saatgut ist, da habe ich, guck mal, 30 FPS, 40 FPS. Wenn ich aber da weggucke, ne? Das bleibt, das ist echt krass. Wenn ich jetzt aber hier hinten hinfahre, ist alles supi, ne? Hier habe ich dann volle 60 und so. Kommt dann nachher, zeige ich euch dann nachher. Also das mit den Modkarten, das muss nochmal ein anderes, weiß ich nicht. Also, sorry, aber wenn die 1080 hier nicht mehr als 40 FPS schafft, klar liegt das ein Stück weit auch an meinem etwas älteren Prozessor. Will ich gar nicht abstreiten, aber schon komisch, ne? Ich meine, ich habe dann auch direkt mal GTA 5 gestartet, um einfach mal den vollen Hammer-Test zu starten. Hab da alles auf Ultra gemacht, Bevölkerungsdichte hoch und so weiter, was man halt bei GTA alles einstellen kann. Und auf 2K, also 2100, schieß mich tot mal irgendwas, hatte ich durchgehend 60 FPS. Und dann meinte der Markus, jetzt machst du mal den Voll-Hammer-Test. Und ich habe einen 4K-Bildschirm und stellst bei GTA die Grafik auf Ultra und zusätzlich gehst du nochmal Auflösung auf 4K. So, und das hat dann aber auch gereicht, um nur noch 25 FPS zu haben. Also, damit will ich sagen, GTA 5 kann ich locker auf 60 FPS spielen. Und LS17 nicht. Ja. Versteht, glaube ich, keiner so richtig. Kann, glaube ich, niemand so richtig verstehen. Aber dennoch läuft das alles viel, viel besser, viel geschmeidiger. Das Ding rödelt und rattert hier nicht mehr neben mir, die Grafikkarte, ne? Das ist schon sehr genial. Das ist wirklich total genial. Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe auch nichts anderes erwartet, ne? Ich meine, bei so einer Grafikkarte ist es da. Dass die sich nicht mehr abmüht jetzt, das war mir doch eigentlich schon vorher klar und sollte auch klar sein, ne? Gut. Aber genug davon. Wir müssen das Ganze jetzt hier düngen. Dann gucken wir mal rein, was wir hier für eine Düngestufe haben. Und dann kann hier nämlich der Herbert dann demnächst loslegen mit seiner Drille. Und dann werden wir vorher nochmal gucken bei der Brauerei, was wir denn jetzt eigentlich noch brauchen. Wir haben Hopfen und wir haben Gerste auf dem einen Feld. Und das heißt, dann gucken wir mal, was wir hier noch ansehen müssen. So, dann machen wir hier erstmal eben das Vorgewände so ein bisschen. Dann ist das hier nämlich auch ratzfatz fertig. Okay, sehr schön. So, die Karte können wir auch erstmal aus... Ach nee, warte mal. Was ich euch noch zeigen wollte, ich werde dann auch nochmal zu Feld 14, das hatten wir ja total vergessen, hattet ihr auch reingeschrieben, Feld 14 und 43 gehört ja auch mir. Ich werde dann gleich nochmal zu Feld 14 gucken. Das müssen wir natürlich definitiv lügen, gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, denn das habe ich ja überhaupt noch nicht bearbeitet. Das habe ich ja total aus den Augen verloren. Oh, Herbert, seine Drille ist leer, oder wie? Die Drille ist leer. Die Drille ist leer. Gut, dann, warte mal, wie machen wir denn das? Ach nee, dann nehme ich schnell den Herbert. Herbert, komm mal her hier. Dann müssen wir deine Drille auffüllen, Mensch. Übrigens, natürlich geht es mit dem Überladewagen, ne? Das hatten wir, war das in einem Stream? Ich glaube, in einem Stream hatten wir das probiert mit diesem Überladewagen und das hat ja nicht funktioniert. Nee, aus eigener Doofheit, sage ich mal. Ich muss natürlich erstmal die Klappe aufmachen bei der Drille. Und dann klappt es nämlich auch mit dem Überladewagen. Na, der steht jetzt aber auch ein bisschen doof. Ach, jetzt wollte ich schon abhängen. Wieso das denn? Das ist ja nun schon lange her mit Manual Attaching. So, gib mal her.
So, wir werden mal gucken, dass wir da rankommen. So, siehst du wohl. Passt doch. Wie viel ist hier eigentlich noch drin? 60%? Naja. Sollte noch eine Zeit lang reichen. Wobei. Na, wie viel geht in die Drille? 3000, ne? Dann reicht's noch für eine Drille. Ist nicht so viel, ne? Ist echt nicht mehr so viel. Das heißt, da müssen wir dann auch bald wieder los. Wobei, was... Warte mal. Da gucken wir mal jetzt hin. Was braucht denn diese Produktionsstätte hier? Wir haben ja Saatgut hier auch am Hof. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Da ist der Komposter. Da können wir auch nochmal eben ganz kurz gucken. Da muss eigentlich... Ach so, da muss Treibstoff hin. Ja, genau. Stroh und Treibstoff. Ja, Treibstoff wäre, glaube ich, schon ganz gut, wenn wir die Produktionszweig auch jetzt mit anfassen. Und Dünger, ich brauche Saatgut. Was muss denn hier rein? Getreide. Nur Getreide? Nur Getreide? Kein Diesel, kein Wasser, kein gar nichts. Hier muss Mist rein, okay. Ja, wenn da nur Getreide rein muss, dann gucken wir mal, wie das... Ja, dann gucken wir mal, wie das ist, wenn er mit seinen... Wenn das Gerstefeld fertig ist, würde ich da ganz gerne mal eine Schaufel von reinschmeißen. Ob das dann funktioniert, ne? Ansonsten brauche ich die Gerste natürlich. Die ist ja schon vollkommen verplant. Aber wir haben ja auch im Lager noch Getreide. Das müsste man direkt mal testen eigentlich. Das interessiert mich ja jetzt. Herbert, was hast du denn hier gemacht? Hast du einen Streifen freigelassen oder wie? Herbert, Herbert, Herbert. Na? So. Herbert? Gib mir Gas. Okay, das läuft. So, dann können wir hier auch direkt weitermachen. Ah, hier war ich schon. Wir wollen das Ganze ja nicht überdüngen. Okay. Naja, also das mit den Produktionsstätten finde ich schon sehr genial. Das finde ich schon echt geil. Da gehen aber auch die Meinungen auseinander, ne? Viele sagen, ach nee, du, das ist Landwirtschaftssimulator und da normalerweise kein Bauer fährt das Bier von der Brauerei zum Hotel und so weiter, ne? Das macht dann ein Logistikunternehmen, ist ja, natürlich ist es ja auch so, ne? Aber wenn ich hier schon Bäume absägen kann, dann kann ich auch mal eine Bierpalette zum Hotel fahren. Ne? Im Landwirtschaftssimulator jetzt, meine ich. Also, wie gesagt, da gehen die Meinungen total auseinander. Aber ich finde es für meinen Teil echt super. Dann ist es nicht ganz so eintönig, sage ich mal. Ne? Sondern dann kannst du auch mal zwischendurch, was weiß ich, das Bier abholen. Oder dann guckst du eben mal nach dem Saatgut, ob da schon was hergestellt ist und so weiter und so fort. Wobei Saatgut ja nicht mal so aus der Luft gegriffen ist. Ne? Das machen ja echt... Viele selber. Gebeiztes Saatgut und sowas. Jetzt geht's da echt um diesen einen Streifen. Da kümmern wir uns gleich drum. Ja, und dann werden wir uns in der nächsten Folge wohl mal den Fluch schnappen. Damit wir pflügen können. Auf Feld 14. Das ist natürlich auch ein großes Feld. Aber, nichtsdestotrotz, macht nichts. Ich bin ja schon längst fertig. Nichtsdestotrotz müssen wir das natürlich aber auch pflügen. Denn das haben wir noch gar nicht bearbeitet. Und
Ja, das gucken wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Für diese sind wir auch erstmal am Ende angelangt. Wenn es dir gefallen hat, möchte ich dich doch bitten, mir gerne einen Daumen da zu lassen. Du darfst dieses Video natürlich auch sehr gerne teilen. Wenn du der Meinung bist, dass deine Freunde das unbedingt sehen müssen, darfst du das selbstverständlich gerne teilen. Werde ich aber auch im Übrigen öfter mal gefragt, ob man das darf. Ja, sehr gerne sogar. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen. Hoffe, es hat dir gefallen. Hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.